Philipp Mulfinger alias Phil Splash bringt sie alle aufs Papier. Studenten, Rentner, Beamte und sogar Polizisten. Am Ende seines Projekts sollen es 1,5 Millionen Münchner werden. Bewaffnet mit einem schwarzen Fineliner macht der Künstler täglich Jagd auf neue Gesichter. Es ist einfach ein Fun-Projekt, ja. Also es ist was, jeder Mensch muss sich irgendwelche Ziele setzen, ja. Und irgendwie macht mir das einfach Spaß, Leute zu zeichnen. Und es hat mich so, ich habe so viel gutes Feedback von den Leuten bekommen in der U-Bahn. Und die wollten immer die Zeichnungen sehen. Und es kamen kleine Kinder zu mir her und wollten gezeichnet werden. Und irgendwie ist es das, was mich halt einfach motiviert und antreibt, einfach weiterzumachen. Seine Porträts sind einfach, aber ausdrucksstark. Täglich schafft Phil Splash 80 Bilder. Für jedes benötigt er ca. 30 bis 60 Sekunden. Fast 21.000 Münchner hat er bereits zu Papier gebracht. Es fehlen also nur noch 1.479.000. Von der Vollendung seines Meisterwerks hat er bereits eine konkrete Vorstellung. Irgendwann habe ich dann mal gemerkt, so nach 3-4 Jahren, dass ich schon extrem viele Zeichnungen habe und dachte mir, wenn du halt jetzt schon ungefähr 20.000 hast, wieso machst du dann eigentlich nicht alle Münchner? Genau, und das kam dann eben zu dem Projekt, wo ich mir gedacht habe, hey, ist möglich, ich habe es auch wirklich ausgerechnet, dann, wie das theoretisch funktionieren könnte. Und wenn ich jetzt jeden Tag 80 Zeichnungen machen würde, wären es im Jahr 29.000 und dann wäre ich mit 80 Jahren fertig. Egal ob in diversen Clubs, Cafés oder der U-Bahn, an keinem Fleck der Landeshauptstadt sind die Münchner von Phil Splash und seinem Fineliner sicher. Die fertigen Skizzen landen nicht im Papierkorb oder verstauben im Archiv. Auf Ausstellungen präsentiert der Künstler seine Werke zur Freude seiner Modelle. Wunderbar, es ist wenigstens was Spontanes. Hat man nicht allzu Tag. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich so spontan angeschmatzt worden bin und zeichnet worden bin. Das ist genial. So eben mehr erleben machen. Ich finde das nicht so einfach, sowas so sehr schnell zu erfassen. Und das macht er echt gut. Die Kunstaktion, also ich finde es ganz, ganz hübsch. Es ist nicht aufdringlich. Es hat mir sehr gefallen. Der junge Mann ist ganz toll. Ja, war cool. Habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt oder dass jemand so Leute anspricht und dann einfach zeichnet. Sehr toll. Und der hat ja also sehr toll, sehr gelungen. Und er hat ja vor, irgendwie alle Münchner zu zeichnen, dann noch einiges vor. Aber es ist schon auf einem guten Weg. Es kommen kleine Kids her zu mir, wollen gezeichnet werden. Ältere Damen kommen her und finden das Ganze wirklich richtig schön. Ja, denen gefällt es halt richtig gut. Die Ausstellungen, die ich bisher gemacht habe, kamen immer richtig viele Leute und wollten sie alle zeichnen lassen. Also sehr gutes Feedback bisher. 1,5 Millionen hin oder her. Ob Phil Splash seine persönlich angestrebte Gipfelleistung am Ende zusammenbringt, ist unwichtig. Am Ende zählt für den Künstler nur eins. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Mehr Informationen zu den Projekten und Ausstellungen von Phil Splash finden Sie unter www.münchen.tv.